So, 17:05 Uhr. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ich bin zu hören und zu sehen. Ich bitte um kurze Rückmeldung, ob das funktioniert. Okay, dann scheint das zu funktionieren. Ja, ich habe heute wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Es geht um Schwangerschaft und die Möglichkeiten, diese Zeit für Mutter und Kind intelligent zu gestalten, neben den normalen Möglichkeiten, die Sie vielleicht schon kennen und die auch vielleicht zur Sprache kommen werden. Aber ich werde Ihnen heute besondere Dinge aufzeigen, die ich aus meinem Verstehen heraus besonders für wichtig halte. Für die, die mich nicht kennen, ein paar Worte zu mir. Ich bin Carsten Pötter, bin Apotheker und seit über 25 Jahren im Bereich Regulationsmedizin unterwegs. Und entwickle seit dieser Zeit eigene alchemistische Rezepturen, die ich lange in der Apotheke betreiben durfte. Seit ein paar Jahren geht das nicht mehr. Deswegen habe ich diese Mittel alle auslagern müssen und auch in einer neuen Firma firmiert, sodass ich im Grunde genommen ja, auf zwei Spuren arbeite. Einmal die klassische Pharmazie und auf der anderen Seite die Bewusstseinsmedizin, auf der ich dann diese Dinge, die ich weiß, unter anderem über solche Kanäle vertreibe wie hier. Und mein Anliegen ist es, Ihnen Wissen und Informationen an die Hand zu geben, die es Ihnen ermöglichen, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Meine Idee ist, Sie nicht sozusagen intellektuell zu berühren, sondern emotionell, denn nur das, was hier ankommt und nicht hier oben, bewirkt etwas, zumindest langfristig. Und da sind wir heute an einem besonderen Thema unterwegs, von dem ich mal ausgehe, dass es auf jeden Fall eine große emotionelle Beteiligung oder Komponente haben wird. Gut, dann starte ich mal meine Folien. Ich werde eine kurze Einführung geben. Was heißt kurz? Da wird schon ungefähr umrissen, worum es geht, welche Voraussetzungen, welche Bedingungen ich sehe, die eben eine Schwangerschaft gesund, günstig und vorteilhaft für alle zu gestalten. Werde Ihnen vor diesem Hintergrund etwas über Geschichte erzählen. Geschichte ist wesentlich, um das eigene Motiv zu erkennen und vor allen Dingen auch zu erklären, warum Dinge passieren, so wie sie passieren. Das können Sie nur verstehen, wenn Sie die Geschichte kennen, die in Ihnen ist und durch Sie zum Ausdruck kommt. Und wird erst dann nach diesem Vorteil oder nach diesem Vorgeplänkel, nach dieser Vorbereitung etwas über Schwangerschaft und Geburt erzählen. Dieser Mittelteil schließt dann ab und im Anschluss geht es dann über die Möglichkeiten, mittels Resonanzmittel Strukturen, Dinge zu steuern und ihnen an die Hand zu geben, um die gesagten oder um die genannten Dinge in Bewegung zu bringen. Zum Schluss werde ich Ihnen auf unserer Internetseite ein paar Dinge zeigen, die Sie zum Nachlesen heranziehen können und ich fasse das Ganze zusammen, ganz zum Schluss. Vorab, all das, was ich erzähle, soll keine Einbahnstraße sein. Wenn Sie also Fragen haben, der Chat ist nicht nur zum guten Tag wünschen da, sondern ist als Medium gedacht, damit Sie Ihre Fragen stellen können. Ich werde sie beantworten. Und ich habe zwar 90 Minuten angesetzt, aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Aber wir haben genügend Zeit nach hinten, sodass also kein Druck und auch keine Bredouille entsteht, sodass wir den Stoff, den ich heute vorbereitet habe, sicherlich gut und günstig durchstehen kann. So, noch eine Frage an Sie. Wer hat von mir schon mal einen Vortrag gehört und wer ist neu von Ihnen? Wer hat von dem noch nie was gehört, was ich mache? Sind 25 angemeldet, es sind schon 15 da, also der Schnitt ist schon mal ganz gut. In der Regel melden sich 50 an und 20 nehmen dann teil. Das ist mal ein bisschen ernüchternd zu sehen, wie dann tatsächlich diejenigen, die dann auch antreten, wie die Größenordnung aussieht. Gut, dann werde ich mal mit meiner Einführung beginnen und Ihnen also ein paar grundsätzliche Dinge auf den Weg geben. Gut. Das ist nichts Neues, dass die Schwangerschaft für alle Beteiligten eine Herausforderung auf allen Ebenen darstellt. Denn das ist nicht nur ein körperlicher Prozess, obwohl er sich über den Körper ausdrückt. Es ist vor allen Dingen ein mentaler und auch, vor allem auch ein emotionaler Prozess, vor allen Dingen für die Mutter und auch für das Kind, was heranwächst.
Die werdenden Mütter wünschen sich zwar für sich selbst und ihr Kind das Allerbeste, wissen aber nicht immer, was das ist, das Beste, weil sie auch relativ wenig Zugang zu sich selbst haben. Und das führt dann dazu, dass viele Frauen mit ihrer Mutterschaft oft überfordert sind, weil eben niemand da ist, der sie an die Hand nimmt oder wenige. Und sie dann in dem, was sie dann wahrnehmen, relativ allein unterwegs sind. Ein großes Problem stellt den Umstand dar, dass viele Frauen erst mit dem Ausbleiben der Regel feststellen, dass sie Mutter werden. Das hat gravierende Konsequenzen, auf die ich im Einzelnen jetzt eingehen werde. Denn mit der Schwangerschaft wird jede Frau mit sich selbst konfrontiert. Warum, das erzähle ich gleich. Was auch relativ unbekannt ist, dass in den ersten Lebenswochen nach der Zeugung die Mutter ihre mentalen Ballaststoffe auf ihr Kind unbewusst überträgt. Nicht selten empfinden Mütter in der Zeit, wo sie dann schwanger sind, dass sie sich erleichtert fühlen, ist ja logisch, wenn sie sozusagen all das, was sie bekümmert und all das, was sie beschäftigt und belastet, unbewusst auf ihr Kind übertragen haben, dann führt sich eine solche Entlastung natürlich dann plausibel an. Der springende Punkt ist, dass dieses Kind natürlich dann diesen Ballast als eigenen Lebensausdruck dann später äußert. Und das ist dann weniger hübsch. Aber auf diese Dinge will ich im Einzelnen eingehen. Womit haben wir es zu tun, wenn wir uns mit Schwangerschaft beschäftigen? In den letzten Lebensjahrzehnten ist es so, dass Schwangerschaft nicht mehr als natürlicher Prozess angesehen wird, sondern weitestgehend mittlerweile unter die Hoheit des Medizinbetriebs gezwungen wird, sage ich mal so. Bei der es dann darum geht, Schwangerschaft oder besser gesagt die Frau, die schwanger ist, unter Kontrolle und Überwachung zu stellen. Und die meisten Frauen glauben tatsächlich, das ist zu ihrem Besten. Was ich bemängle, ist, dass die werdenden Mütter eben nicht mehr dazu angehalten werden, sich selbst und ihre Instinkte zu vertrauen und ihre auszubauen, sondern fast nur noch auf den medizinischen Apparat und sich dann sozusagen auch deren Einrichtung aussetzen. Die Untersuchung, die eine schwangere Frau durchführt, befördert letztlich auch den Zweifel und den Misstrauen an die eigenen Fähigkeiten und an das eigene Bewusstsein. Jede Ultraschallwelle, die über den Embryo bzw. Fötus hineinbricht, ist letzten Endes eine Bedrohung. Stellen Sie sich vor, Sie sind so groß, 2 Zentimeter, und Sie erfahren dann eine Druckwelle und können damit überhaupt nichts anfangen, was das jetzt soll. Sie wissen gerade nicht, dass die eigene Mutter jetzt bei einem Frauenarzt auf dem Stuhl liegt oder auf einer Liege liegt und der über ein Bildgebungsverfahren etwas über den Zustand von diesem kleinen Wesen erfahren möchte. Diese Druckwellen machen was. Das ist den meisten Müttern aber nicht klar. Der springende Punkt ist, dass eine solche Rahmenbedingung von vornherein kein lebensförderliches Milieu schafft, sondern bereits dadurch, dass Stress ausgeübt wird, weil eben fehlender Instinkt dazu veranlasst, sich irgendwo externe Sicherheit zu holen, die es nicht gibt, setzen diese Bedingungen einen Trennungs- und Entspaltungsimpuls. Der hat also ganz gravierende Auswirkungen. Anstatt also Frauen dazu anzuleiten, sich mit ihrer Weiblichkeit auseinanderzusetzen und diese zum Ausdruck zu bringen, wird ein technisches Verständnis von sich selbst vermittelt. Also Hormonwerte messen, Kaliumspiegel, Elektrolyte, Magnesium, Kalzium und so weiter messen. Das sind so die Parameter, mit denen die Frauen dann zu tun haben oder mit denen sie angehalten werden, das zu kontrollieren, Blutung zu beobachten. Aber das Wesentliche, nämlich was Schwangersein tatsächlich bedeutet, das erfährt eine Frau heute nicht mehr. Das liegt daran, dass heute keine Frauen mehr da sind, die ihre Töchter anleiten, damit aus einem Mädchen eine Frau wird und dann letzten Endes aus einer Frau eine Mutter. Und dann sind die Hebammen die letzten und oft die einzigen Menschen, die in der Lage sind, diesen werdenden Müttern dabei helfen, ein emotionelles Empfinden zu entwickeln und dann auch das emotionale Rüstzeug bereitzuhalten. Der Punkt ist, die Hebamme soll abgeschafft werden. Wie wird das gemacht? Indem man die Versicherungsprämien so anhebt, dass sich das kaum mehr eine Hebamme leisten kann, als freie Hebamme zu wirken. Und damit hört dann auch dieser freie Beruf auf zu existieren. So, können Sie mit dem, was ich jetzt hier in der Einführung formuliere, was anfangen, bevor ich weitermache? Gut. Das sieht offenbar danach aus, als wenn das verstanden wird.
So, jetzt schauen wir uns mal das, was ich schon mit Geschichte angerissen habe, das, was in der Geschichte meine. Ich hole mal meinen Zauberstab hier her. Der ist hier. So. Geschichte bedeutet, dass nichts verschwindet, sondern dass die Dinge, Erinnerungen, Erlebnisse, insbesondere die, die nicht erledigt sind, weitergegeben werden. In dem kleinen Wurm hier kommt das zum Ausdruck, was in ihr passiert. Und in der Mutter ist hinterlegt, was ihre eigene Mutter in ihr hinterlegt und abgelegt hat. Da wir nichts löschen können, bleiben also alle unerledigten und nicht geklärten Dinge auf der Strecke und suchen sich immer nach Ausdrucksfeldern. Und der Körper ist nichts anderes als ein Ausdrucksraum, in der sich diese Inhalte Gehör oder Gesicht verschaffen. Das geht dann weiter. Wenn er dann hier heranwächst und sich zu einem Kleinkind entwickelt und dann wiederum in seine eigene Pubertät einsteigt, wiederholt sich in diesem Lebewesen nichts anderes als das, was er hier oben bereits an Speicherung aus der vorangegangenen Ahnengeschichte in sich trägt. Sie kennen vielleicht den Begriff des uteralen Bewusstseins oder die Heilung des Schoßes. Ich will damit nur sagen, dass die Frauen die einzigen Lebewesen sind, die Kinder zur Welt bringen können, weil sie stiften Leben. Und das setzt voraus, dass in den Frauen ein Bewusstsein entsteht oder Bewusstsein existiert, was Leben tatsächlich ist. Dass es also nicht nur eine Anhäufung von Zellen ist, sondern dass Leben weit mehr ist, als sich zu ernähren und Dinge auszuscheiden, die nicht mehr in den Körper hineingehören. Alle die Geschichten, ich gehe nochmal zurück, die Sie und Ihre Mutter erlebt und nicht verarbeitet haben, werden über die Ahnengeschichte weitergetragen. Und diese Ahnengeschichte ist in jedem Lebewesen in der Form wirksam, so es sich dann ausdrückt. Und das sieht dann hier über diesen Speicher wie folgendermaßen aus. Also der Ausdruck ist dann das, was ein Mensch jeweils zum Ausdruck bringt. Das kann eine Migräne sein, ein Kopfschmerz, Uterusbeschwerden oder was auch immer. Und wenn es im Erleben dieses Menschen, bei dieser Frau, kein Ereignis gibt, was auf diesen Ausdruck hinweist, dann gibt es nur die Möglichkeit, den Eindruck zu ermitteln. Und das funktioniert nur, wenn ich die Geschichte meiner eigenen Erfahrung kenne und die Geschichte erkenne, die in mir wirksam ist. Also sprich, Geschichte Mutter, Geschichte Großmutter und darüber hinaus. Sie wissen vielleicht, dass die Enkel die Generation ist, die die Geschichte der Großeltern zum Ausdruck bringt. Häufig ist es so, dass die Erfahrungen, die unsere Großeltern gemacht haben, auf deren Ebene nicht mehr geklärt werden konnte, die haben das mit ins Grab genommen, mehr oder weniger unschön, und haben diese Informationen auf ihre Kinder, sprich unsere Eltern, übertragen. Und viele von denen haben das in den 60er, 70er Jahren nicht ausgewirkt, sodass dann unsere Kinder diejenigen sind, die dann das Erbe der Kriegsinformation in sich tragen und dann häufig über verschiedene Phänomene zum Ausdruck bringen. Das begreifen erst so langsam die Menschen. Wir sprechen da von Epigenetik. Das heißt so viel, dass die Chromosomen nicht nur die Kodierung der Proteinbiosynthese enthält, sondern auch gleichzeitig Geschichtsinformationen kodiert, die aus den genannten Themen- und Formenkreis herrührt. Ist Ihnen dieses Modell ein bisschen vertraut? Können Sie mit dem was anfangen? Die Väter spielen auch eine Rolle, aber sie haben eine ganz andere Rolle als die Frauen, weil nur die Frau das Kind zur Welt bringen kann. Der Vater, ich werde es Ihnen gleich noch einmal erklären, es kommt noch eine Folie, dann will ich auf diese Frage eingehen. Zurück zum Speicher, ist das Prinzip als solches verstanden? Gut. Dann gehen wir dann mal im Schritt weiter. So. Jetzt schauen wir uns mal den Start an. Worin liegen die Unterschiede dieser beiden Verschmelzungstypen? Jetzt sind Sie gefragt. Lassen Sie mal die beiden Bilder auf sich wirken
Und dann formulieren Sie mal Ihre Eindrücke, Ihre Ideen, Ihre Gedanken und Ihre Gefühle zu den beiden Bildern, die hier stehen. Was sehen Sie da und was nehmen Sie wahr? Noch andere Ideen? Okay. Dann schauen wir uns jetzt mal diese beiden verschiedenen Wege an. Links ist es natürlich und rechts ist es künstlich. Was passiert bei der Zeugung? Während der Befruchtung tritt ein elektrischer Ladungsträger, nämlich der Mann, auf einen magnetischen Ladungsempfänger, nämlich die Frau. Und wenn beide zusammenpassen, also kongruent sind, dann öffnet sich das Ei nur für einen einzigen definierten Ladungsträger. Und der Samenkopf verschmilzt dann mit diesem Ei. Und dabei passiert Folgendes. Diese beiden Systeme, die isoliert sind, brechen zusammen und bewirken die erste Zellteilung. Diesen Prozess nennen wir Zygote. Und während dieser Verschmelzung entsteht aus dem elektrischen Teil des Mannes und dem magnetischen Teil der Frau eine elektromagnetische Frequenz, die ist definiert, die eben aus mütterlichen und väterlichen Anteilen besteht. Und diese Sendung, diese elektromagnetische Sendung wird 72 Stunden lang aufrechterhalten. Sie wird ins morphische Feld. Was das ist, erkläre ich jetzt nicht, das ist das allgemeine Bewusstseinsfeld, gesendet. Und dieses Bewusstseinsfeld, dieses Geistfeld, ist sozusagen die Antwortquelle. Wenn sich innerhalb von 72 Stunden aus diesem Feld keine Antwort heraus ergibt, dann unterbleibt die Beseelung aus diesem Feld und die Morula, so heißt dann dieser Zellhaufen in diesem Zustand, stirbt dann ab. Warum? Weil die Beseelung nicht stattgefunden hat. Können Sie mit diesem grundsätzlichen Phänomen was anfangen? Können Sie das nachvollziehen? Gut. So. Voraussetzung dafür, dass das passiert ist, dass tatsächlich der Mann echt ist, das heißt, dass sein Hoden elektrisch ist und dass auch die Frau echt ist. Das heißt, dass deren Eier magnetisch sind. Das ist die Voraussetzung, damit das überhaupt funktioniert. Jetzt schauen wir uns die beiden verschiedenen Strukturen an und die verschiedenen Bereiche. Bei der künstlichen Befruchtung geht es darum, dass, wie schon angedeutet, dieses Ei sich nicht freiwillig für jemanden öffnet, sondern dieses Ei wird von einer Starrnadel penetriert. Das ist eine Vergewaltigung. Hier wird also etwas zusammengezwungen, was so nicht passt. Denn die Frage ist ja, wieso hätte sich dieses Ei für den Samenfaden entschieden, den der Laborant hier über eine Kanüle injiziert? Woher weiß er das? Kann er das überhaupt wissen? Oder weiß er das gar nicht? Da er das nicht weiß, sondern das irgendwie macht, weil das ist ja für die nur eine technische Übung, mehr ist das ja nicht, führt es dazu, dass eben aufgrund der Tatsache, dass hier Dinge zusammengezwungen werden, die nicht zusammengehören, entweder eine unvollständige oder fehlerhafte Frequenz generiert wird, falls sie überhaupt generiert wird. Es kommt dann zur fehlerhaften oder unvollständigen Beseelung dieses Wesens. Mit der Konsequenz, dass diese Wesen, diese Keimlinge, die so konstruiert werden, in der Petrischale absterben. Ist ja auch logisch, weil das ist eine Konstruktion, keine Zeugung. Können Sie diese beiden natürlichen Zeugungen und künstliche Befruchtung, können Sie sich das energetisch so vorstellen? Spielt es eine Rolle, ob die Empfängnis aus einer Beziehung oder einer Samen Bände stammt. Nein, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass das, was hier passiert,
nichts mit einer Vereinigung zu tun hat. Die Vereinigung von Mann und Frau in ihrer jeweiligen Verfassung. Wenn beide nicht gemeinsam an diesem Prozess beteiligt sind, sondern sozusagen das extern außerhalb von ihnen passiert, ist es eine Konstruktion. Dabei spielt es keine Geige, ob dieser Samen von jemandem stammt, den Sie kennen, oder von einem unbekannten Wesen. Die Frage ist ja, warum Sie das tun und warum Sie es getan haben. Es gibt sicherlich Gründe, aber die Gründe spielen im Zustand der Erzeugung oder im Zustand des Anfangs keine große Rolle, weil hier nur zusammenkommt, was zusammenkommen soll. Und wenn es Gründe gibt, die das verhindern, hat das wiederum Auswirkungen für das, was dann letzten Endes entsteht. Ist die Frage damit beantwortet? Gut. Was gibt es grundsätzlich zur Schwangerschaft zu erzählen? Jedes Kind ist immer ein Aspekt des Mutterselbst. Mit jedem Kind bringt die Frau einen unerledigten oder unerlösten Teil von sich selbst zum Ausdruck. Und in der Schwangerschaft wiederholen sich im Erleben der Mutter ihre eigenen Erfahrungen als Embryo und Fötus. Was meine ich damit? Wenn eine Frau schwanger wird, empfindet sie das Gleiche wie das, was sie selbst erfahren hat, als sie in ihrer eigenen Mutter unterwegs war. Also werden diese Erinnerungen, die hier aktiv sind, immer dann das Kind zur Störung disponieren, die in der Mutter selbst unerkannt geblieben sind und jetzt über das Kind zum Ausdruck finden. So, hier finden also Dressuren, Prägungen, Haltungen und vor allen Dingen die inneren Widersprüche, die in der Frau im Weg sind, Ausdruck. Denn die Frau oder die Schwangerschaft ist nichts anderes als eine Selbstkonfrontation. Hier wird die Frau mit ihrem Wesen, und zwar mit ihrem ungefilterten, emotionellen, biologischen Wesen konfrontiert. Jetzt kommt ein ganz spannender Hinweis. Wenn also bei diesem Kind, wenn es dann heranwächst, zu einem späteren Zeitpunkt irgendetwas passiert, was der Erinnerung ähnlich ist, die die Mutter gespeichert hat, dann disponiert im Kind die Störung oder dann disponiert, nee, dann wird im Kind die Disposition zum Ausdruck gebracht, die als Störung angelegt ist. Die Disposition ist dann wirksam. Das heißt, das Programm läuft in dem Moment, wo ein ganz bestimmter Anteil, eine ganz bestimmte Erinnerung wirksam geworden ist. Das heißt also, wundern Sie sich nicht, wenn dann im Jahre 4 oder bei Jahre 5 Ihr Kind etwas aus heiterem Himmel erfährt, das heißt, passiert was, kann nicht mehr schlafen oder fühlt sich von Ängsten umworben oder was auch immer. Das kann natürlich nicht in den 4, 5 Jahren des Kindes hinterlegt sein, sondern das wird eine Erfahrung sein, die dann etwas mit der Mutter oder mit der Oma zu tun hat, die mit 4 oder 5 was erlebt hat, was dann als Muster oder als Erinnerungsspeicher in der Mutter hinterlegt ist und dann von der Mutter auf das Kind übertragen wird oder wurde. Können Sie mit dem Bild, können Sie mit dem Modell was anfangen? Wie sieht das aus, wenn gereinigtes Sperma aus dem Körper der Frau eingebracht wird? Ist das Gleiche. Es ist eine Konstruktion. Was ist gereinigtes Sperma? Wenn wir uns Eizelle und Samenzelle nicht nur als Ausdruck von Proteinen angucken, sondern das sind lebendige Wesen, die ihre Träger zum Ausdruck bringen, dann ist alles, was sie dort reinigen, ist dann dort nicht mehr wirksam. Das heißt, es kommt nicht mehr vollständig zum Ausdruck und wird dann auch nur teilweise repräsentativ. Das bedeutet, alles, was über diese Art und Weise strukturiert und konstruiert wird, hat mit einem Zeugungsakt nichts, aber auch gar nichts zu tun. Nochmal, Zeugung ist ein Schöpfungsakt, der erfolgt nach Prinzipien, die in der Mutter stattfinden sollen und nicht extra außerhalb, auch in der Petrischale. Auch wenn Ihnen das natürlich in vitro Mediziner völlig anders erzählen, das sei alles nur Technik, das ist mitnichten Technik. Wenn Sie Ihren Uterus befragen, wenn Sie Ihren Bauch befragen, wenn Sie darüber eine Antwort bekommen, sagen, es ist nicht das Gleiche. Und weil es nicht das Gleiche ist, hat das natürlich auch Konsequenzen für die Frau einerseits und für das Kind, was dort heranwächst, andererseits genauso. So, Annabelle fragt, kann ein Kind überhaupt irgendein Thema des Vaters ausdrücken? Selbstverständlich. Das knüpft jetzt an das an, was ich vorhin gesagt habe. Der Ladungsträger Mann muss elektrisch sein. Ist der Ladungsträger nicht elektrisch, also nicht echt, dann wird hier bereits im Kind, was entsteht, etwas zum Ausdruck kommen, was mit fehlender Elektrizität zum Ausdruck kommt.
Entweder weil dieser Vater kein echter Mann ist, sondern vielleicht etwas ist, was durch ihn zum Ausdruck kommt, aber was er letzten Endes nicht ist, dann wird das als Schwäche im Kind disponiert. Und wenn dieses Kind dann irgendwann an die gleiche Frage herankommt, mit 5 oder mit 12 oder mit wann auch immer, dann wird diese Schwäche des Vaters, die bis dato als Disposition hinterlegt ist, dann aktiv. Der Vater liefert letztlich nur den Impuls, damit aus dem Ei ein Lebewesen entsteht. Das Ei für sich selbst ist zwar in der Lage, oder sagen wir so, die Frau ist zwar in der Lage, sich selbst zu reproduzieren, aber das ist sozusagen die Ultima Ratio, das ist ein Notfallprogramm, was in allen Frauen hinterlegt ist. Geplant ist was anderes, nämlich, dass sich beide ergänzen. Und das Ergänzungsprinzip funktioniert nur, wenn sie jemanden auswählt, der in der Lage ist, die eigenen Schwächen zu kompensieren und entsprechend zu negieren, sodass dann, wenn sich zwei vollständige Wesen treffen, entsteht auch was Vollständiges. Treffen sich hingegen zwei unvollständige Wesen, entsteht aus unvollständig und unvollständig nicht vollständig, sondern es ist dann doppelt unvollständig. Gut. Ist die Skizze bis hierhin verständlich? Können Sie das nachvollziehen? So. Jetzt gibt es einen weiteren Punkt, der eine große Bedeutung hat, aber kaum tatsächlich Beachtung findet. Viele Frauen erfahren während der Schwangerschaft nicht, dass sie Mehrlinge angelegt haben, dass sich also Zwillinge angekündigt haben. Häufig ist es so, dass Frauen Teile dieser Kinder verlieren, ohne dass sie es mitbekommen, weil sie die Blutungen, die während der Schwangerschaft nicht selten auftreten, nicht mit einem Fruchtabgang in Verbindung bringen. Hier wiederholen sich nämlich die Dramen der eigenen Mütter. Eine Frau, die einen Zwilling verliert, ist in aller Regel selbst ein überlebender Zwilling, weil sie dieses Drama wiederholt. Die Mütter, die diese Kinder zur Welt bringen, also unsere Eltern, sind wiederum auch Erinnerungs- und Ereignis-Erfahrungsträger dieses gleichen Dramas, nämlich Verlust eines Menschen, ohne dass sie das wissen. Das mag sich erstmal unbedeutend anhören, hat aber weitreichende Konsequenzen, nämlich welche? Dieser Verlust dieses verlorenen Zwillings hinterlässt eine Speicherung im Uterus, und zwar der Uterus wird energetisch markiert und kodiert die nächste Frucht, die sich dann dort einnistet. Kommt also einerseits das kodierte Kind auf die Welt, so trägt es die Erinnerung des toten Bruders oder der toten Schwester, was dazu führt, dass dieses Kind dann die Erinnerung an seinen verlorenen Zwilling körperlich und emotionell ausdrückt. Autismus, ADHS, Aggressivität, Sehnsucht, Angst, Depression sind alles Ausdrucksformen von Verlust. Und dieser Verlust ist sehr, sehr, sehr früh angelegt und in den allermeisten Fällen hat es mit der Verlust eines Bruders oder einer Schwester zu tun, die während der Schwangerschaft abgelaufen sind. Und diese Speicherung um diesen Verlust bleibt so lange wirksam, bis diese jemand erkennt, benennt und erlöst. Ist Ihnen das bekannt? Kann Telegonie besonders auch bei Vergewaltigung dabei einen Einfluss haben? Ja, das hat es. Auch bei Vergewaltigung treffen ja Systeme aufeinander. Wenn ich davon ausgehe, dass nichts ohne Grund passiert und dass wir mehrmals auf dieser Welt antreten, dann weiß ich aus Erfahrung, ich beobachte seit über 25 Jahren, dass diese Dinge nicht nur nicht zufällig, sondern dass sie bewusst so geschehen. Menschen treffen sich immer mehrmals in ihrem Leben. Das heißt, das, was ich heute erfahre, habe ich irgendwann mal früher verteilt. Und da die Systeme immer noch Ausgleich suchen, geht es nur so, dass das, was ich jemandem an Schaden zufüge, mir irgendwann später als Schaden oder als Strafe oder als was auch immer in dieser Form dann wieder begegnen muss, bis diese Konten ausgeglichen werden. Es geht hier nicht Auge um Auge, sondern es geht darum, das, was passiert ist, anzuerkennen. Und in diesem Anerkenntnis dann die Energie zu verwandeln. Denn das, was war, können wir nicht ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist unsere Erinnerung daran. Und das ist sozusagen die Speicherenergie, von der ich anfangs sprach. Es sind die Bilder, die in uns sind, die auch so lange wirksam bleiben, bis wir das Bild anerkennen, akzeptieren und uns um dieses Bild kümmern. Denn es geht letztlich nur um das Bild, was in uns ist. So.
Auge. Gut. Die Schwangerschaft ist durch und jetzt haben wir wieder zwei verschiedene Prozesse vor Augen. Jetzt schauen wir uns diese beiden Entbindungsszenarien an und auch die Frage wieder an Sie. Worin liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Szenarien? Gut, was ist der Unterschied zwischen einem Kaiserschnitt und einer normalen Geburt? Versetzen Sie sich mal in dieses Kind und schauen Sie durch die Augen dieses Kindes. Was nehmen Sie wahr? Gewaltsame Trennung. Was noch? Dem Kind wird die eigene erste Aufgabe entrissen. Welche Aufgabe ist das, Annabelle? Die Welt zu treten, ganz genau. Das Kind bestimmt den Geburtsprozess nicht selbst, sondern hat sich einem Terminkalender oder einer Situation, welcher Art auch immer, zu unterwerfen. Es kann das selbst nicht steuern. Angst und Bedrohung. Okay, was haben wir noch Schönes? Gut, ich drösel diese beiden Szenen mal auf. Habe schon angerissen, bei der normalen Geburt legt das Kind den Zeitpunkt der Entbindung fest. Es signalisiert, wann es soweit ist. Die ersten 3 Monate der Schwangerschaft werden von der Mutter kontrolliert und gestaltet. Und die letzten 3 Monate werden von dem Kind gesteuert und gestaltet. Das Kind signalisiert, ich bin jetzt soweit oder ich bin nicht soweit. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Der Atemreiz erfolgt durch die Aktivierung des Atlas. Der Atlas ist der erste Halswirbel hier oben. Wenn ein Kind nämlich herausgezogen wird, die Hebamme macht das ja über eine Kopfdrehung, dann wird über diese Kopfdrehung der Atlas aktiviert und damit wird der Atemreiz getriggert. Das Kind fängt an zu atmen, weil der Atlas aktiviert wird. Der zweite wichtige Punkt ist, dass das Kind bei dem Durchtritt durch den Geburtskanal als allererstes Kontakt mit der Analschleimhaut der Mutter Kontakt hat. Daran schlabbert sie herum und damit beginnt der Initialreiz für den Aufbau des eigenen Immunsystems. Das ist wichtig, weil das sind keine fremden, sondern bekannte Keime. Über diese bekannten Keime, denn das sind ja Mutterkeime, also ist beides das Gleiche, initiiert das Kind sein eigenes Immunsystem. Wir können davon ausgehen, dass Kinder, die mit Kaiserschnitt zur Welt kommen, Allergien, Infektneigungen, sonstige Abwehrmaßnahmenprobleme mit sich tragen, weil sie eben keine Initialzündung mit eigenen Keimen erlebt haben. Und der letzte Punkt, der nicht unwesentlich ist, das Kind öffnet einmal kurz die Augen und sieht hoffentlich seine Mutter. So, das ist die Skizze 1. Die Skizze 2, Kaiserschnitt. Punkt 1 wurde schon angesprochen. Jemand anders legt den Zeitpunkt für die Entbindung fest, egal warum. Und der Atemreiz erfolgt eben nicht durch das Triggern des Atlas, sondern durch das Durchtrennen der Nabelschnur. Das Kind erstickt. Und um nicht zu ersticken, fängt es an zu husten und zu japsen und holt dann völlig ungetriggert Luft. Unterschied zur normalen Geburt: Das Kind hat Kontakt mit Fremdkeimen des OPs und bekommt daher prophylaktisch in fast allen Fällen Antibiotika. Das gehört zur Leitlinie. Und jetzt kommt der letzte und nicht unwesentliche Teil: Das Kind öffnet seine Augen und sieht keine Mutter, sondern irgendwas, Wesenheiten mit Masken. Jetzt nochmal die Frage an Sie: Versetzen Sie sich in die Lage dieses Kindes. Was nehmen Sie wahr, wenn Sie diese beiden Prozesse nochmal sich vor Augen halten?
Beim lebensrettenden Kaiserschnitt kommt die Angst von der Situation vor dem Kaiserschnitt, nicht durch den Kaiserschnitt selbst. Das ist nur teilweise richtig. Dieser Kaiserschnitt oder diese Schwangerschaft, die dann im Kaiserschnitt endet, hat ja eine Geschichte. Und diese Geschichte ist wiederum eine Wiederholung von Ereignissen, die die Mutter bereits kennt als Bedrohung. Und wenn dann dieses Kind mit Messer aus dem Bauch herausgeschnitten wird, dann ist das keine neue Erfahrung, sondern bereits eine alte Erfahrung, die sehr, sehr alt ist. Und dann wird nicht nur die Angst, von der Sie hier sprechen, getriggert, sondern es wird die Erinnerung getriggert, die hinter der Angst liegt, nämlich aufgrund der eigenen Erfahrung. Können Sie das so nachzeichnen? Nochmal. Der Kaiserschnitt hat eine Geschichte. Sonst hätten Sie das Kind normal entbunden. Es gibt Gründe, warum dieses Kind nicht zur Welt, normal zur Welt kommen konnte, durfte oder wollte oder wie auch immer. Das geht nur, wenn Sie Ihre eigene Geschichte kennen. Und zwar nicht nur die Geschichte von heute bis zu Ihrer eigenen Konzeption, sondern auch die Geschichten davor. Da werden Sie mit Aufschneiden zu tun haben. Und diese Erinnerung führt dann letzten Endes zu der Erinnerung, die dann zum Kaiserschnitt führt. Das hört sich ein bisschen weit hergeholt an, aber wie gesagt, ich beobachte das über 25 Jahren und das sind die Geschichten, die dahinter stehen, weil sich alles wiederholt. Es geht nichts verloren. Gut. So. Jetzt liefere ich Ihnen eine Skizze von Erwartungsmustern, die zwingend erfüllt werden müssen, und zwar unmittelbar nach der Geburt. Warum ist das wichtig? Der Mensch ist ein Säugling, das vergessen wir immer wieder. Und dieser Säugling hat ein Profil in sich. Und dieses Profil muss Punkt für Punkt abgearbeitet werden. Das Stichwort heißt Bestätigung. Das Erste, was das Kind erfahren muss, ist die Stimme der Mutter. Denn die Mutterstimme bindet das Neugeborene an seine Bezugsperson. Spricht die Mutter nicht mit ihrem Kind, bildet sich eine Übersensibilität gegenüber Fremden und eine übertriebene Vorsicht aus. Also Sprache und Hören gehören hier eins zu eins zusammen. Das sollte übrigens die gleiche Sprache sein, die gleiche Stimme, die dieses Kind bereits aus den 9 Monaten kennen sollte. Das setzt voraus, dass diese Mutter mit ihrem Kind gesprochen hat. Zweite Erwartung, Wärme der Mutter. Der Wärmekontakt verhindert nicht nur das Auskühlen, sondern verbindet eine bekannte Wärme mit einem spezifischen Geruch. Wird das Kind nicht auf den Bauch der Mutter gelegt, neigt das Kind später zum Frieren und bildet häufig einen falschen Wärmehaushalt aus. Es sind ja viele Frauen hier unter Ihnen. Wer friert häufig ohne irgendwelchen erkennbaren Grund? Und wenn Sie das sind, dann recherchieren Sie mal, ob Sie nach der Geburt und nach der Entbindung direkt auf Ihrer Mutter gelandet sind oder ob Sie irgendwo in einer Kiste, in einer Schale zum Wiegen oder wo auch immer gelandet sind. Das prüfen Sie mal nach. Das Riechen der Mutter läuft auf die Lebenssicherung hinaus, denn das Kind, was ja nicht guckt, sondern nur riecht und hört und fühlt, identifiziert die eigene Mutter durch die spezifischen Aromatika, die die Mutter ausdünstet. Damit erriecht das Kind zuverlässig die Mutter. Unterbleibt diese Fixierung durch den Geruch, fehlt das Gefühl der Lebensbestätigung und stellt eine existenzielle Lebensbedrohung dar. Das ist nicht ohne. Weil ohne Verbindung zur Mutter stirbt dieses Kind. Das Kind wird später kein sicheres Selbstvertrauen entwickeln können und sucht über die Kompensation nach strengen Regeln und Ritualen, um diese Absicherung dann im Außen zu finden. So, von den Eltern, egal ob Mann oder Frau, ist kaum jemand auf den Bauch der Mutter gelegt worden. Ja, dann ist ja das fehlerhaft oder ist ja die fehlerhafte Thermoregulation noch begründet, weil eben in den 60er Jahren das nicht üblich war. Übrigens hat ja die moderne Medizin in Anführungsstrichen in den 60er Jahren die Frauen davon abgehalten zu stillen, normal zu entbinden. Das ist alles nicht wissenschaftlich, das ist alles nicht mehr modern. Die Konsequenzen erfahren vor allen Dingen dann die Mädchen, die da auch zur Welt gekommen sind, weil die sind natürlich zwingend an die Lebens- und an die und an die, an die an die Temperaturkontrolle gebunden, denn nur dann können sie ein eigenes Körperempfinden und Körperwärmegefühl ausbilden. Gut, das nächste Erwartungsmuster. Herzschlag der Mutter.
Der Herzschlag ist der Zeitgeber für das Herz, die Lymphe und die Atmung. Unterbleibt diese Rückbindung, sucht der Mensch nach wiederkehrenden rhythmischen Strukturen und versucht, künstliche Rhythmen, zum Beispiel Bass, in der Musik zu erzeugen. Also, das Kind hört ja, wenn es auf dem Bauch der Mutter liegt, wieder das Herz. Das ist der gleiche Rhythmusgeber, den dieses Kind von Anfang an gehört hat, als es sich unter dem Herzen der Mutter entwickelt hat. Auch dieser lebensbestätigende Rhythmus ist für das Kind evident. Ohne diese Bestätigung, aha, den Rhythmus kenne ich, stirbt auch dieses Kind. Beziehungsweise, wenn es überlebt, wird es immer irgendwie nach Rhythmen suchen, die diesen Lebensrhythmus der Mutter simuliert, aber in aller Regel nicht nachbilden kann. So, die nächste. Brust der Mutter. Die Brust ernährt das Kind nicht nur, sondern vermittelt lebensbestätigende Impulse an den Säugling weiter. Hier geht es um die emotionelle Zuwendung. Die Brust hat weniger was mit Ernähren zu tun. Das ist sozusagen nur der funktionelle Aspekt. Ich nähre dich. Letzten Endes geht es beim Stillen um das Bestätigen des Gegenübers. Ich bin jetzt für dich vollständig, ohne Umschweife da. Mütter, die selbst nicht gestillt worden sind, bilden auch letztlich keine Milch oder nur Schwermilch aus. Und wenn sie selbst ihr eigenes Kind nicht stillen können, setzt sich dieses Mangelthema dann im eigenen Kind fort. Säuglinge, denen der freie Zugang zur Brust verwehrt wird, leiden oft unter chronischer Lebensangst, verharren in Depressionen aufgrund der fehlenden emotionalen Bindung. Denn die Emotionalbindung ist das Lebenselixier schlechthin. Leben erzeugt nicht zwischen den Ohren, entsteht auch dort nicht, sondern nur auf der Herzebene. Und die Herzebene wird nur dann bedient, wenn eine Emotionalbindung mit mir und meiner Quelle existiert und diese Verbindung tatsächlich belastbar ist. Erfolgt keine Emotionalbindung, dann entwickeln diese Menschen häufig eine ausgeprägte Selbstkritik und bestimmen ihr Selbstbild fast ausschließlich im Außen. Das heißt, sie gucken, wie wirke ich auf jemanden, wie wirkt das, was ich tue, was halten die von mir, was denken die über mich und so weiter und so weiter. Da ist keine eigene Selbstwahrnehmung vorhanden, weil alles, was das Leben ausmacht, wird im Außen bestimmt und determiniert. Und betroffene Jungen entwickeln darüber hinaus eine Schwäche für Brüste und suchen ihre Partnerin nach dem nicht erfüllten Muster der Mutter aus, um es nachträglich zu erfüllen. Können Sie mit diesem Brustbild der Mutter etwas anfangen? Ist das plausibel für Sie oder kennen Sie das sogar an sich selbst? Da kommt was, ja. Gut. Fingerzack teils neu für mich. Neu, trotzdem plausibel. Könnt ihr das nachempfinden? Versetzen sich immer in die Lage des Kindes. Das Kind denkt nicht. Das Kind kann nicht analysieren. Das Kind empfindet nur, hat keine Möglichkeiten, das irgendwie rational zu verarbeiten, kann es nicht wegschieben. Es nimmt nur die Wirklichkeit so wahr, wie sie ist. Gut. So. Jetzt kommt ein vorletzter Punkt. Tragen des Kindes. Durch das rhythmische Tragen erlernt der Säugling die räumliche Wahrnehmung, und zwar über die Mutter. Wird der Neugeborene nicht getragen, kann sich eine hohe Sensibilität und Extroversion entwickeln. Das heißt, der braucht irgendwelche Punkte, nach denen er sich orientieren kann im Außen und hält die auch für die eigenen Fixpunkte. Das sind Menschen, die lebenslange Unterstützung durch andere, Wunsch nach getragen werden suchen und hat letzten Endes Angst vor Raum und Prozessveränderung. Alles, was neu ist, erzeugt erstmal Unwohlsein oder Angst und wird in allererster Regel erst einmal negiert oder weit weggeschoben, bis es dann letztlich nicht mehr geht, um sich damit zu beschäftigen. Ein letzter Punkt zum Schluss. Säuglinge sind Traglinge und keine Schieblinge. Was heißt das? Wenn sie Mutter werden, besorgen sie sich ein Tragetuch und vergessen sie ihren Schiebewagen. Und wenn sie schon den Schiebewagen benutzen, dann setzen sie ihr Kind so rein, dass das Kind sie angucken kann. Und nicht umgekehrt. Das Kind muss nicht nach vorne gucken, das Kind will sie anschauen. Denn das, was sie sehen, sieht das Kind durch den Blick der über sie zum Ausdruck kommt. So, und der letzte Punkt.
Ablegen des Kindes durch die Äußerung, also Schreien zum Beispiel, prägt sich das Alarmsystem, die Psyche ein. Hier lernt es, wie intensiv es sich mitteilen muss, um die Zuwendung zu erhalten, die es für Leben, die für das Kind lebensnotwendig ist. Das Schreien wird dann später durch eine andere Form des auf sich aufmerksam machen ausgelöst oder abgelöst und mündet dann ganz häufig in der Abfolge Aufbegehren, wieso nimmt mich keiner wahr, Selbstmitleid und Depression. Das sind sozusagen dann Klassiker, die sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte dann entwickeln können, wenn nicht irgendwann im Laufe der Kindheit oder vorher durch ein Ereignis diese Abfolge unterbrochen wird. Also diese sieben Erwartungsmuster nach der Geburt sind evident. Wird eines dieser Erwartungsmuster nicht erfüllt, schließt sich diese Höhle ohne Inhalt. Und der Mensch ist kurz gefasst dann sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, den Inhalt dieser Höhle nachzuholen. Der Punkt ist folgender: Das, was dann anschließend in die Höhle hineinkommt, passt da oder will da nicht hinein. Das merken die Menschen aber nicht. Sie merken nur, okay, jetzt habe ich zwar was drin, aber es macht mich nicht satt. Das heißt, es erfüllt nicht das, was ich wirklich brauche. Und dann beginnt sozusagen die Kompensationsform, über das Fehlende sich einen Mangel zu kompensieren, der dann auf eine völlig andere Art und Weise nach Ausdruck sucht. Okay. Sind damit die Erwartungsmuster verstanden und auch nachvollzogen? Gut. So. Sind wir so, wie wir sind? Jeder hat seine Geschichte und Sie sind vielleicht Mutter oder werden Mutter und stellen sich die Frage, habe ich verstanden, was da abläuft? Das ist die Frage, was kann ich tun, um gewisse Dinge zu verhindern oder zu ändern oder zu klären? Dazu möchte ich Ihnen ein paar Wege aufzeigen, die mit den Mittelchen zu tun haben, die ich seit 25 Jahren bastle. Das sind solche Resonanzmittel, die eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen. Hier ist noch eine Frage. Kann es sein, dass ein Kind nur aufgrund unerfüllter Erwartungsmuster bei der Mutter dann so reagiert, als ob das eigene Erwartungsmuster. Nochmal. Kann es sein, dass ein Kind nur aufgrund unerfüllter Erwartungsmuster bei der Mutter dann so reagiert, als ob das eigene Erwartungsmuster nicht erfüllt worden ist? Ja, natürlich. Das Kind spiegelt der Mutter die eigenen unerfüllten Erwartungen, die diese Mutter hatte, als es so klein war wie ihr eigenes Kind, ihrer eigenen Mutter gegenüber. Geschichte wiederholt sich. So, diese Resonanzmittel verfolgen das Ziel, bestimmte Erinnerungen und Speicherungen zu aktivieren, damit diese erkannt, geklärt und auch bereinigt werden können. Sie decken nichts zu, sondern sie decken auf. Sie öffnen nicht nur die Räume, in denen die Erinnerungen gespeichert sind, sondern legen auch eine Spur, die der Betroffene folgen kann, in diesem Fall die Betroffene, um dann etwas zu lösen, das, was zu lösen ist und lösen möchte. Darüber hinaus bringen diese Mittelchen Querverbindungen zu den Speicherungen Resonanz und öffnen damit auch Querkanäle. Dadurch wird über den Körper das Netz der Auswirkungen sichtbar und wahrnehmbar. Der Anwender kann diesen Impulsen nach eigenem Vermögen folgen und steuert die Intensität der Selbstbegegnung über die Sprühfrequenz. Das heißt, je häufiger er das sprüht, unter die Zunge aufs Herz, umso genauer, umso effizienter wird diese Form der Begegnung. Jedes Kind einer Frau stellt ein Thema der Mutter dar. Danke für den Hinweis, Anna. Jedes Kind ist letzten Endes ein unerlöstes Thema von Mutter und deren Mutter und deren Mutter. Da nur Mütter oder da nur Frauen Kinder auf die Welt bringen können und nicht Väter, drückt sich über die weibliche Linie das Bild deren Geschichte aus. Denn die Geschichte will gesehen, anerkannt und geklärt werden. Das ist überhaupt der Sinn der ganzen Übung. Denn Leben heißt für mich Lernen. Lernen durch Erinnern. Und das, was wir nicht erinnern, wird uns so lange vor die Nase fallen, bis wir verstehen, was uns da immer wieder vor die Nase kommt oder vor die Füße fällt. Erst wenn wir verstehen, was das ist, warum mir das immer wieder auf die Füße fällt, und ich es dann sehe, was dahinter steckt, dann kann ich sozusagen diesen Prozess verwandeln. Das ist das Thema. Oder das dahinterstehende Modell. So, jetzt will ich Ihnen zwei, drei Mittelchen vorstellen, die ich für extrem wichtig halte, um
eine Schwangerschaft innerhalb der 9 Monaten zu begleiten, für beide vorteilhaft und für das, was nach der Entbindung passiert. Das ist einmal der Kinderkomplex. Der unterstützt den Betroffenen, sich nachher bestätigt und anerkannt zu fühlen. Den kann ich nur empfehlen, während der gesamten Schwangerschaft zu nehmen. Dadurch werden die werdenden Mutter einen nachträglichen emotionalen Prozess durchlaufen, der ihr erlaubt, das eigene Sein vom Sein der Mutter und des Vaters zu unterscheiden. Denn dieser Komplex simuliert Unbeschwertheit, Leichtigkeit, angenommen sein, gewollt sein, ohne Bedingungen. Die empfohlene Frequenz ist 5x2 Sprühstöße, und zwar Mund, Herz und Bauchnabel. Entweder in der Reihenfolge von oben nach unten oder von unten nach oben. Das ist der erste Komplex. Der zweite Komplex, das Geborenwerden. Der unterstützt den Betroffenen, mehr nachträglich in die Welt zu treten und in der Welt wirksam zu werden. Denn solange ein Mensch nur als Funktionshülle unterwegs ist, mit einer Physiologie, mit körperlichen Abläufen, aber energetisch nicht vollständig da ist, wird dieses Mangelthema letzten Endes auch im Kind Ausdruck finden. Prüfen Sie mal spaßeshalber folgende Aussagen. Ich bin bereits vollständig auf der Welt. Machen Sie das kinesiologisch, suchen Sie jemanden, der Sie testet, über einen Muskeltest. Das heißt, spannen Sie Ihren Muskel an, testen Sie auf Ja, Nein und dann sagen Sie, ich bin vollständig auf der Welt. Und dann seien Sie nicht überrascht über die Antwort, die Ihr Unterbewusstsein dazu liefert. Wenn herauskommt, Sie nicht auf der Welt, testen Sie weiter. Ich befinde mich noch im Eileiter, also ist jetzt die Frage an die Mutter. Ich befinde mich noch im Uterus oder ich stecke im Geburtskanal fest. Wenn Sie das herauskriegen, dann haben Sie eine ungefähre Ahnung, wie sich Ihr Kind dann empfinden wird, weil das Kind wiederholt das, was Sie bereits als Geschichte in sich tragen. So, das dritte Mittel, weil es um Mütter geht, der Marterkomplex, ist auch ein Basismittel der Resonanztherapie. Er unterstützt den Betroffenen, sich nachträglich von dem Mutterthema zu lösen und sein eigenes Leben zu führen und sein eigenes Schicksal zu erfüllen. Hier geht es darum, die wirksamen Wünsche, Erwartungen, Projektionen der Mutter zu erkennen, zu benennen und zu transformieren. Denn es ist nicht meins, sondern das ist das, was in mir wirkt, weil meine Mutter das auf mich übertragen, übergeben hat. Erinnern Sie sich an das, was ich vorhin sagte? Innerhalb der ersten 6, 7 Wochen überträgt die werdende Mutter auf ihren Embryo alle emotionellen und mentalen Lasten und befreit sich damit. Und das Kind trägt das dann im Grunde noch ein ganzes Leben lang und erfüllt diese Bedingung, ohne dass das bewusst wird. Und der Marterkomplex hilft, das zu erkennen. Hoppla, das ist ja gar nicht meins, das gehört ja dahin. Dann können Sie es dann über die Mutter an den Ursprung zurückschicken. Ansonsten bleibt es nicht nur in Ihnen wirksam, sondern Sie übergeben es, wie geschildert, an Ihr eigenes Kind weiter. In der Hoffnung, dass dieses Kind das irgendwann erfährt, dass es nicht das eigene ist, sondern etwas Übernommenes oder eben auch nicht. Das geht so lange, bis sich, ich wiederhole, dass irgendjemand erkennt und für sich löst. Das kann ich Ihnen empfehlen während der 9 Monaten. Gibt es zu diesen drei Wässerchen eine Frage? Ja, die können wir ohne Alkohol machen. Da das ja nur die Mutter betrifft, reicht es, wenn, also da sind 15% Ethanol drin, die dienen der Stabilisierung, haben mit der Wirkung nichts zu tun. Wir können das auch alkoholfrei machen, dann bestellen Sie das alkoholfrei. Die halten dann nur 6 Wochen, weil wir nicht garantieren können, was mit der Flasche passiert. Um einfach eine Bekeimung oder eine Besiegelung zu verhindern, ist dieser 15% Ansatz von unserer aus zwingend nötig. Wenn Sie ihn oral applizieren, verdunstet der Teil sofort. Das heißt, der wird so gut wie nicht resorbiert. Von daher brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Falls Sie das nicht wünschen, reduzieren Sie einfach die Applikation auf Herz und Nabelschnur und sprühen Sie einfach ins Gesicht. Dann können Sie dann auch den energetischen Teil damit abbilden. Hat die Einnahme durch die Mutter auch Entbindung? Ja, selbstverständlich, weil sie bleiben erstmal eine ganze Weile auch über die Entbindung hinaus eine Einheit.
Und alles, was die Mutter jetzt klärend für sich tut, klärt das Kind gleichermaßen mit, weil Kind und Mutter sind eins. Sie können das nicht trennen. Was ist darin enthalten? Homöopathie-Bachblüten. Ich zeige Ihnen nachher, wo Sie das finden. Was ich mache, ist Alchemie. Was ich dort hineinarbeite, sind alchemistische Strukturen, Stoffe, unter anderem Muttermilch aus Purdestillaten, die durch Destillation gewonnen werden. Dieses Mittel enthält letztlich nur Wasser. Informiertes Wasser, was mit den Quellen gespeist ist, die Sie im Internet finden. Das wird hier eine Stunde Ausführungszeit bedeuten. Deswegen, ich zeige Ihnen gleich, wo Sie Informationen finden und dann lesen Sie das in aller Ruhe nach. Gut. So, also diese drei Mittelchen, also zumindest Mater und Kinder, empfehle ich Ihnen über die Zeit der Schwangerschaft zu nehmen. Da haben alle was von. Sie haben was davon, Ihr Kind hat was davon. Und wenn Sie noch andere Kinder haben, haben die auch was davon. Denn Sie sind ja weiter in der Familienstruktur unterwegs. Und das hat Auswirkungen als Koppelwirkung für alle, die in ihrem Familienverbund unterwegs sind. So, jetzt kommt es zur Geburt. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, aus dem, was dort zur Welt kommt, ein weiteres Mittel zu basteln. Und zwar Nabelschnurblut, Fruchtwasser und Muttermilch sammeln wir in einem Röhrchen. Jetzt kann es hier. Das können Sie in jeder Apotheke besorgen oder eine kleine Flasche. Da kommt Wasser hinein. Und das schicken Sie uns dann zu und wir basteln dann daraus das Mutter-Kind-Mittel. Wozu ist das gemacht? Dieses Mittel ermöglicht es dem Kind, leit- und störungsarm heranzuwachsen, da es die Anwesenheit der Mutter simuliert, weil sie sind ja online mit ihm. Und wenn Sie dem Kind das sozusagen auf den Nabel oder auf ihre eigene Brust sprühen und das Kind dann anschließend gesäugt oder gestillt wird, bekommt dieses Kind diese Information. Ich mache das seit über 20 Jahren und die Kinder, die so begleitet werden, die wachsen völlig anders auf als Kinder, die normal aufwachsen. Also das ist ein Geschenk im Grunde genommen. Geht über die Plazentamittel, geht über die Nabelschnur nur so weit darüber hinaus, weil ich noch ganz andere Aspekte berücksichtige und in dieses Wässerchen hinein implementiere. So, Kosten liegen bei ca. 130 Euro, wenn Sie einen halben Liter bestellen. Ich empfehle immer, einen halben Liter zu machen, weil das ist ein Zustand, den bekommen Sie nie wieder. In der Regel werden die ersten vier Flaschen im ersten Lebensjahr aufgebraucht und die letzte Flasche halten Sie als Reserve zurück. Das ist ein Notfallmittel par excellence, Deluxe, was Sie immer dann anwenden können, was weiß ich, mit 3, 4 Jahren Allergie, ein Unfall oder ein Trauma, weiß der Geier was, dann kommt diese fünfte Flasche zum Einsatz und das ist dann ein richtiger Rettungsanker für das Kind, weil es sich immer wieder an die Situation erinnert, ich bin angebunden, ich bin gesichert, ich bin nicht allein. Das kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. So. Anwendung dieser Mittel. Das Ziel der Übung ist die Transformation der Speicherung, so wie gerade angekündigt. Denn die Verwandlung funktioniert nur auf emotioneller und nicht auf intellektueller Ebene. Die Minimalempfehlung ist, im täglichen Wechsel zu spüren, wenn Sie zwei Mittel haben, zum Beispiel Kinder und Mater oder Alpha. Ich habe ihn gar nicht erwähnt, aber den können Sie auch nehmen. Ich zeige Ihnen gleich, wo Sie die Sachen finden. Alpha und geboren werden. Und die Applikation ist unter die Zunge und aufs Herz. Das sind sozusagen die Minimalapplikationsorte, wo Sie Informationen setzen. Also Alpha geboren werden oder geboren werden Mater oder geboren werden und Kinderkomplex oder Kinder und Mater. Da gibt es verschiedene Variationen. Welche Sie davon einsetzen, ist letztlich zweitrangig. Entscheidend ist, dass Sie, wenn Sie einen solchen Weg gehen wollen, diesen Weg konsequent gehen, um einfach diese Anbindung und Rückbindung zu gewährleisten und auch darzustellen. So, und jetzt kommen die rituelle Anwendung. Wenn Sie schon das Gefühl haben, in Ihnen laufen während der Schwangerschaft die Dinge aus dem Ruder, weil das passiert, was ich erzählt habe, nämlich die Erinnerungen kochen hoch und in Ihnen wird das deutlich, was Sie bereits als Embryo gespeichert haben, dann empfehle ich Ihnen die Ritualanwendung. Und zwar mindestens zwei, dreimal die Woche, wo Sie ungestört allein für sich einen Raum betreten, machen sich frei und dann sprühen Sie das Mittel von unten nach oben, Genitalbereich, Bauchnabel, Herz,
als Kronenchakra. Und wiederholen diesen Prozess dreimal im 7-Minuten-Abstand. Dabei lassen Sie die Augen geschlossen und konzentrieren sich ausschließlich auf Ihr Herz. Gucken, was kommt. Und allem, was kommt, gehen Sie emotionell nach und lassen auch alles zu, was dann passiert. Und das, was Sie in der Zeit, wo Sie das ritualmäßig einsetzen, erarbeiten, abarbeiten und durchlaufen, kommt danach nie wieder. Das hat natürlich Konsequenzen für das Kind, denn das Kind muss das danach nicht schmerzhaft nochmal durchleben. Und Sie werden feststellen, dass sich die Schwangerschaft völlig anders entwickelt und darstellt, als Sie das bis jetzt in Erfahrung gebracht haben oder erleben mussten oder durften. Können Sie mit der rituellen Anwendung was anfangen? Ist das Prozedere oder das Modell dahinter schlüssig und klar? Können Sie meinem Gedanken soweit folgen? Okay. Also es gibt kaum etwas Wichtigeres, als den Beginn Ihrer Reise so zu gestalten, dass sozusagen dieses Kind in einem freien Raum, ohne Erwartung, ohne Belastung, ohne Wünsche, ohne Projektion heranwachsen kann. Dann kann dieses Kind das eigene Selbst zum Ausdruck bringen. Findet das Kind was anderes vor? Eine Speicherung von einem Embryo, der noch nicht zurückgeblieben ist, die Erwartungen der Mutter, die Wünsche von Großeltern. Wenn das alles schon sozusagen als Plakat in diesem Uterus hinterlegt ist, dann wird dieses Kind alles tun, um geliebt zu werden, indem es diese Wünsche nachträglich erfüllt. Und wenn Sie dem Kind das ersparen möchten, um ihm stattdessen einen Raum geben möchten, in dem es sich selbst nach dem eigenen Bilde entfalten kann, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, setzen Sie mindestens zwei dieser Mittel ein und machen Sie Erfahrung. Sie werden merken, das ist ein Geschenk, dass Sie nach meinem Verstehen und nach meiner Erfahrung auf keine andere Art und Weise kommen können. So. Bevor ich jetzt in die Schlussrunde eintrete, nochmal Frage an Sie. Gibt es noch Anregungen, Anmerkungen, Hinweise, welcher Art auch immer, auf die ich jetzt noch eingehen kann? Was ist mit Kindern von Frauen, die vorher eine Abtreibung, Fehlgeburt oder Totgeburt haben? Da gilt das Gleiche. Empfehle ich auf jeden Fall die Ritualanwendung, denn diese Frauen werden dann ihren Kindern begegnen und diese Kinder wollen gesehen werden. Machen Sie sich dann darauf gefasst, in Kontakt zu treten, geben Sie dem Jungen und dem Mädchen einen Namen und bitten Sie um Verzeihung. Und erst wenn das Kind dann geht, dann können Sie davon ausgehen, dass auch der Uterus frei wird. Und dann wird das, was dort herantritt, nicht mehr die Speicherung seines Vorgängers annehmen müssen. Also ich kann Sie nur einladen, spüren Sie dem nach, trauen sich das zu erfahren und zu erleben, denn das, was Sie dann, das können Sie auch nur halb selbst erfahren, das kann ich Ihnen nicht schildern. Ich kann Ihnen als Blinder keine Farbe erklären, das lässt sich nur selbst erfahren und selbst wahrnehmen. Wenn Sie das aber durchlebt haben, dann ist dieses Bild versöhnt und dann ist auch die Energie verwandelt. Die Energie können Sie nämlich nicht löschen, diese Erfahrung können Sie nicht löschen, von Energie wissen wir ja, Energie können wir nur von der Form A in die Form B verwandeln. Wir können Energie weder herstellen noch zerstören. Deswegen machen Sie immer wieder klar, es geht nichts verloren. Die Frage ist, was mache ich mit dem, was da ist? Gelingt es mir, nach meinem Vermögen es zu verwandeln oder nicht? Und diese Mittelchen, die ich Ihnen vorstelle, sind die Katalysatoren, damit das geschieht. Und das sind einfach Katalysatoren oder Begleiter auf Zeit, die Ihnen genau das ermöglichen, was ich Ihnen hier seit einer geraumen Zeit skizziere. Gut. Ist die Frage damit beantwortet? Was, wenn das nicht passiert? Was ist mit den vielen Kindern, die das nicht wissen, dass die Mutter, das habe ich gerade erklärt, die tragen das weiter aus. Die haben dann Phänomene wie Depression, ADHS, Borderline, Autismus, all diese emotionellen Verhaltensauffälligkeiten, Störungen, das geht hier ein bisschen in die Homosexualität, die drücken dann dieses Kernthema aus. Die das nicht wissen, die werden das weitertragen, bis sie irgendwann durch irgendwen auf eine solche Konstellation treffen und sagen, Moment mal, das betrifft mich ja, das spricht mich irgendwie an. Und wenn es sie dann anspricht und sie dann bereit sind für diese Informationen, dann dürfen sie sich diese Informationen zuwenden. Die meisten, denen ich sowas erzählen würde, die würden sagen, man tickt der nicht so, was erzählt der da für einen Scheiß? Die stellen dann fest, nee, das ist kein Scheiß, das ist genau so, wie es ist. Aber dazu brauchen sie, in der Philosophie gibt es den Begriff der Koinzidenz. Das heißt, wenn sie was tun möchten,
aber den falschen Zeitpunkt erwischen und die falsche Haltung dazu haben, passiert nichts. Wenn Sie was tun wollen, braucht es die richtige Zeit, die richtige Auffassung, die richtige Bereitschaft und die richtige Umgebung, damit das geschehen kann. Von einer Multiplikation wissen Sie, 1000 mal 1000 mal 1000 mal 0 ist im Ergebnis auch 0. Sobald einer der Multiplikanten 0 ist, ist das Ergebnis auch 0. Es wirkt nicht. Es kann nur dann wirken, wenn alle Parameter dieser Gleichung größer als 0 sind. Dann kommt am Ende etwas heraus. Das kann man auch nachträglich als Kind oder Mutter nachregeln. Selbstverständlich, denn nochmal, Energie lässt sich nicht zerstören. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, das betrifft mich und ich möchte das wandeln, dann tun Sie das. Dann gehen Sie nach dem Ritual vor und stellen sich dem, was als Bild, was als Speicherung in Ihnen erinnert ist. Denn es ist nur eine energetische Abbildung Ihrer Erfahrung, entweder der eigenen Erfahrung oder der übernommenen Erfahrung Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter, Ihrer Urgroßmutter oder von wem auch immer das stammt. Das spielt letztlich keine Geige. Gut, so, falls Sie noch Anmerkungen haben, ich gucke da rein. Also, wo können Sie all das nachlesen? Machen Sie meine Webseite auf, die heißt resonalogik.de, das ist eine ziemlich große Seite, und klicken dann auf, der Begriff heißt hier Anwendungen und die zweite Anwendung heißt Schwangerschaftsbegleitung. Da finden Sie nochmal ausführlich das, was ich hier beschrieben habe, in einem ausführlichen Text wieder. Die Erfahrung der Mutter, kommt wieder was? Hat die Erfahrung der Mutter nach der Geburt des Kindes noch, und nochmal, wenn, hat die Erfahrung der Mutter nach der Geburt des Kindes noch Auswirkungen auf das Kind oder ist das Kind dann sicher? Das will ich pauschal nicht beantworten. Es kommt darauf an, wie stark die Anhaftung ist oder war. Ist sie gravierend, also ist sie schwer, dann kann es sein, dass das also mehrfache Rituale oder Wiederholung von Ritual bedarf. Im Prinzip erfahren Sie das über das Gefühl und Ihr Kind signalisiert Ihnen, ob es vorbei ist oder nicht. Wenn sich Bilder, die nichts mit der eigenen Geschichte zu tun haben, sondern sich Eingeschichten haben, besetzt und das nichts einzuschätzen ist, macht man dann gehen Sie genauso vor. Die Tatsache ist, dass es in Ihnen wirksam ist, heißt es, dass es mit Ihnen zu tun hat, entweder in dieser Inkarnation oder aus einer anderen Inkarnation. Es ist da, wo es jetzt ist. Und wenn es da ist, wo es ist, ist es deswegen wirksam, weil es immer noch aktuell ist. Also wie auch immer es dorthin gekommen ist, es wirkt. Und es wirkt so lange, solange deren Ursprung nicht geklärt ist. Das ist immer dasselbe. Energetisch ist es völlig irrelevant, ob es das eigene, das Erfahrene oder das übernommene Erleben ist. Es ist das Erleben, was als Bild emotionell wirkt und dann über die verschiedenen Ausdrucksformen über den Körper sichtbar wird. Gut. Also, die Seite resonalogik.de, Anwendungen, gehen Sie auf Schwangerschaftsbegleitung und dort finden Sie alles, was ich Ihnen gerade erzählt habe, nochmal. So. Wenn Sie mit den Mittelchen arbeiten wollen, gehen Sie auf die Seite Resonanzmittel auf der gleichen Seite und gehen dann auf den Unterreiter Kausalitätskomplexe. Dort klicken Sie dann die Alphas und die Familienkomplexe an. Das sind diese beiden Sechsecke. Da finden Sie dann unter anderem auch die Beschreibung der Inhaltsstoffe, was sie tun, wie sie funktionieren. Und da finden Sie auch einen Begriff über die Alchemie, wie überhaupt ein Wasser Informationen triggern kann und wie diese Informationsübertragung läuft. Das finden Sie alles sehr ausführlich hier auf dieser Seite beschrieben. So. Diejenigen, die therapeutisch unterwegs sind oder auch nicht oder mehr wissen möchten, denen empfehle ich das Kompendium von mir. Das enthält all diese Dinge, Monographien der Mittel, die Philosophie, die Anwendungsbereiche in ausführlicher Form in zwei, auf 82 Seiten. Können Sie bei mir unter Leistungen bestellen, kostet 8 Euro. Kriegen Sie in gebundener Form, es ist ein Arbeitsheft, ein Ringbuchheft, DIN A4. Dort können Sie es reinschreiben zum Lesen, zum Lernen, zum Erfahren. Also es ist eine sehr anschauliche, kompakte Lektüre für die, die da einsteigen möchten. Falls Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen die Lektüre eines merkwürdigen Apothekers, der die Erfahrung, die er seinerzeit in 20 Jahren oder 15 bis 20 Jahren gemacht hat, in einem Buch verfasst hat. Das Buch heißt Lebensnetze. Dort sind die Motive und Handlungen des menschlichen, oder die Motive und Wirkung des menschlichen Handelns beschrieben auf circa knapp 300 Seiten.
Wenn ihr das kaufen möchtet, machen Sie beim Buchhandel, nicht über Amazon. Dann hat der Buchhändler was davon, der freut sich. Und Sie müssen nicht länger darauf warten, dort auch ein, zwei Tage. Dann, Sie können zwar bei Amazon eine Kritik darüber lesen, also was da drin steht, aber wenn Sie es bestellen wollen, dann Empfehlung, machen Sie es über Ihren örtlichen Buchhändler. Gut, so. Am 4., am 17.04. geht es weiter mit der nächsten Vorlesung hier auf dieser Ebene. Da geht es um, warum kann ich schlafen? Die Gründe für Schlaflosigkeit. Auch ein sehr spannendes Thema. Und das will ich nicht alleine, sondern zusammen mit einem Freund, dem wir auf der Gedrews referieren. Wenn Sie betroffen sind oder Interesse daran haben, melden Sie sich frühzeitig dabei an und prüfen, ob das für Sie interessant ist. So, jetzt fasse ich dann die wichtigsten Dinge nochmal zusammen. In der Schwangerschaft werden die Weichen des Lebens gestellt. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Die Mutter wiederholt ihre Erfahrungen, die sie in ihrer eigenen Mutter gemacht hat. Und die Mutter übergibt ihre mentalen Speicherungen an ihr Kind auf unbewusste Art und Weise. Werden diese Speicherungen nicht transformiert, bleibt diese Speicherung im Kind wirksam und drückt sich später nach einer bestimmten Auslösung aus. Körperlich, mental, physisch, psychisch. Und die Wässerchen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, unterstützen diesen Transformationsprozess auf energetische Art und Weise. Als Begleitung empfehle ich Ihnen während der Schwangerschaft geboren werden Kinderkomplex und Materkomplex an. Und nach der Geburt empfehle ich Ihnen das Mutter-Kind-Mittel. Das ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Das, was Sie dann da kriegen, ist eigentlich nicht bezahlbar. Es ist quasi ein Geschenk, was Sie mit Geld aufwiegen können. So. Dann bin ich fertig. Hier ist meine Adresse. Ich bin morgen wieder hier erreichbar. Lesen Sie auf der Webseite, machen Sie schlau, machen sich kundig. Wenn Sie in Resonanz gehen, rufen Sie mich an. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie eine Mail oder rufen mich an oder schreiben dann eine Mail, wie auch immer. Versuchen Sie das, was Sie jetzt erfahren haben, innerhalb der nächsten 72 Stunden umzusetzen. Denn das, was Sie jetzt nicht tun, tun Sie entweder nie mehr oder mit erhöhtem energetischem Aufwand. 72 Stunden, die Zeit läuft ab jetzt. Warum ist das so, habe ich erklärt. Das System wartet nicht ewig, sondern es sendet diese 72 Stunden und wartet auf Empfang. Und wenn Sie nicht reagieren auf diese Sendung, dann stirbt alles, was Sie nicht ernähren, stirbt, wissen Sie aus eigener Erfahrung. Und wenn Sie dem Impuls jetzt nicht folgen, obwohl der Impuls da ist, wird er, wenn er später wieder auftaucht und Sie erinnert, nur mit einer viel, viel größeren Energiebereitschaft wieder aktiviert werden müssen. Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, das betrifft mich, ich mache es jetzt, dann kann ich nur einladen, machen Sie es. Aber Sie müssen aktiv werden. Es wird kein anderer für Sie tun. Ingrid, hoffe, ich kann meine schwangere Schwiegertochter überzeugen. Das wird ja aufgezeichnet. Geben Sie einfach den Link von dem Vortrag und dann lassen Sie sie diesen Vortrag angucken. Und das wird ohnehin nicht hier oben geregelt, sondern hier auf dieser Ebene. Läuft nur emotionell. Und wenn Sie selbst das Gefühl haben, da ist etwas, dann geben Sie einfach diesen Impuls an Menschen weiter, von denen Sie das Gefühl haben, hier könnte dich eventuell interessieren. Schau es dir an und wenn es dich interessiert und dich betrifft, dann tu einfach das, was du jetzt für richtig hältst. Melanie, okay, da kommt noch ein bisschen. Danke, danke. Ja, dann wäre ich mit meinem Vortrag durch. Oh, ich bin gut in der Zeit, habe sogar noch ein bisschen Zeit. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen spannenden, nachdenklichen oder nachfühlenden Restnachmittag. Genießen Sie die Frühabendsonne und gehen Sie spazieren, schließen Sie die Augen und hören Sie in sich. Denken Sie an das Ritual und denken Sie an die 72 Stunden. Dann gaben Sie sich wohl und bis demnächst, entweder am Telefon, auf dieser Leitung oder wie oder wo auch immer Sie mir zuhören. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dahin. Bye.